schaffen aus Wachsamkeit, Gewissen und kompromissloser Klarsicht. Ein Grundbedürfnis, das unser Selbst durchdringt. Und doch kann ein Mann mit Sekunden in die Knie gezwungen werden. In Mindsprings. Heute Abend seine besten Jahre. Für Manny war es kein... Oh Gott! Alter! Ist ein kleiner Eingriff notwendig. Ich hätte mich so hart erschrocken, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. So, so, wen haben wir denn da? Hä? Ach, bitte, nein! Ja, ich glaube, du bist genau richtig dafür. Er leistet lieber keinen Widerstand. Wir müssen ihn sonst brechen. Was soll das? Was habe ich gemacht? Ich wollte nur ins Dienstleistungsgewerbe. Was war das? Oh, nichts, was dich beschäftigen muss, Manny. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir werden dir alles erklären. Nur keine Sorge. Noch ein willenloser Sklave. Brutal erschaffen zum Vergnügen und zur Bequemlichkeit skrupelloser böser Männer. Es gibt seltsamere Dinge in Night Springs. Okay. Alter, wie geht der denn die Treppe runter? Huch. War das schon die ganze Zeit? Oh, Barry. So. Hm. Schon wieder so still. Sorry. Das Revolver-Wechseln. Wir kriegen nicht vom Revolver mehr Munition als von irgendwelchen Gewehren, finde ich. Also mit den Leuchtfackeln will ich jetzt sparen. Weil die sind total gut. Brauchen wir echt. Ja! Ja. So. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Ja. Ich mag die Taschenlampe, die ist voll geil. Oh! Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg!
hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Barry ist ein Überlebenskünstler. Ja. Wo ist Sarah? Da ist er. Er ist ein Überlebenskünstler. Aber da wir jetzt hier so viele Fackeln und sowas haben, ne? Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Weg! Wir sind unterwegs! Ja, das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Was uns ja noch alles erwartet. Aber ich möchte jetzt nicht so viel verschwenden. Wir können durch den Buchladen. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ruhe, verdammt! Oder ich rufe den Sheriff! Oh, hi, Doc! Alles unter Kontrolle, keine Sorge! Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Leuchtet da was? Hm. Okay. Aber zum Glück ist hier alles hell. Boah, und guck mal hier, Alan Wake. Ja, ich möchte gerne ein Buch von ihm lesen. Ich will ein Buch lesen. Ja, okay, es wäre seltsam. Obwohl, naja, so seltsam ist auch wieder nicht. Warte, ich gehe mal kurz hoch. War er nicht hier oben? So um echt gar nicht. Hier. Mit meiner Seite. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Alex Casey Bücher von Alan Wake, dem Meister der modernen Kriminalliteratur. Alex Casey, What I Can't Forget, Return to Sender, The Things That I Want, The Fall of Casey und die Vollbremsung. Alle auf Lager, $20 Buch, pro Buch, $100 für die komplette Reihe. Mr. Wake ist in der Stadt. Vielleicht signiert er sie ja. Oh. Oh. Mann, Mann, Mann. Batterie. Ein Manuskriptseite. Warte. Oh. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls. Markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Ja, übrigens auf YouTube kannst du das Lied von diesen... Woman, jetzt habe ich den Titel vergessen. Das Lied, was wir in der anderen anderen Kapitel gehört haben, von den zwei Typen da, von Odin und Thor. Woman of Light, irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Das kannst du dir auf YouTube anhören, das ist total cool. Das war übrigens auch am Ende der Episode von diesem Kapitel. Hi! Hä, wo ist der denn jetzt eigentlich hin? Der war doch hier irgendwo!
dachte, der wäre oben. Ich sehe Barry nicht. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Warte! Man hört voll den Astronauten, kann das sein? Also, Zane. Also, ich habe das schon die ganze Zeit gehört, aber jetzt, wo ich weiß, dass Zane so als Astronaut und so, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Dass es eventuell das Geräusch sein soll, wenn man sich irgendeine Kiste nähert. Dieses Geräusch vom Astronauten, vom Zane, so. Oh, scheiße. Ich kann es nicht nachmachen. Nur gegrunzt. Sorry. Aber, you know what I mean. Ah, geil. Warte mal, hier hat... Achso. Hä? Hä? Okay. Was erwartet mich? Ich glaube, sowas nennt man den Tod. Hä? Ey! Also ich meine, ich würde alles tun für Barry. Ich würde alles tun für Barry, ganz ehrlich, aber... Das erwartet mich. Ich habe irgendwie Angst. Ich hatte, glaube ich, noch nie 10 Fackeln und so viel. Alter. Das erwartet mich. Für Barry. Durch alles. Aber erstmal möchte ich mein Wissen auffrischen. Kirchenveranstaltungen Herbst. Sonntagsschule am Sonntag. Wow! Ich dachte, die wäre immer Dienstag. Bibelstunde am Montag, Treffen des Strickclubs von Pride. Okay. Das ist total unnötiges Wissen. Was ist denn da hinten los? Können wir da hin? Ich habe immer das Gefühl, ich muss gleich rülpsen. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich hab ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Ich wusste es. Machen wir Pause. Oh nein, hier ist Granate. Scheiße. Schon. Oh, was ist denn hier? So, Finger weg vom Rad. Scheiße. Wo ist er denn? Da. Scheiße. Okay, ist offen. Na los, Wake. Wie mich das jetzt... Boah, warte mal. Ich wollte ja eigentlich... Ich wollte die hier wieder... Warte mal, vielleicht... Ich hätte so machen sollen. Ah, jetzt habe ich es drin. Weil ich hatte diese Blendgranaten drin. Ich wollte die Leuchtfackeln drin haben. Und dann habe ich aus Versehen irgendwie die Leuchtpistole drin gehabt. Ja, wenn man nicht genau hinguckt, muss ich ganz ehrlich sagen... Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht... Wieso? Tja, das ist Tradition.
wenn man nicht genau hinguckt, da sieht dieses Revolver-Symbol und diese Leuchtfackel-Symbol leider sehr ähnlich. Leider. So. Ich muss erstmal gucken, ob Barry was passiert. Warte. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Hier... Bitte, bitte, ich finde die super. Hier, Sheriff's Breaker, können wir die bitte behalten? Die ist super. Also ich meine, Barry ist auch geil. Können wir bitte alle zwei haben? Danke. So als Dreiergruppe. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Bitte? Danke. Oh, super. Aber... Ich wollte gerade sagen, du kommst mit, ne? Das Ding ist, also die Taschenlampe, die lädt sich halt auch auf, aber halt im Kampf, also sehr langsam halt, ne? So, mal kurz gucken. Hätte ich hier irgendwas in die Luft springen können? Ne, das ist ein Mülleimer. Ich möchte nicht nur schon wieder gegen einen Mülleimer schießen, weil ich denke so, wow, voll geil und so, ne? Ah ja. Der Kaffee muss immer dabei sein. Wir machen nämlich immer Nachtdienst. Leute. So. Haben Sie den Notruf gewählt? Das Licht gesehen. Hä? Ich dachte gerade, ich hätte... gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Ach, Mary, du bist so knuffig. Ich hab gerade gedacht, ich hätte wieder die Leuchtpistole drin. Kann ich jetzt durch? Ist hier ein Schatz? Nein. Ich dachte, ich hätte die Leuchtpistole drin. Ich habe mich gerade so hart erschrocken und mich so hart geärgert. Aber dann kam Barry. Oh, du bist so knuffig. Können wir uns auch eine Lichterkette umhängen? Warte. Okay. Dabei habe ich eigentlich nur... Ich wollte eigentlich nur hier so... So diesen Powerlichtstrahl machen und auf einmal so puff. Ja, habe ich jetzt was abgeschossen? Habe ich die Leuchtpistole drin? Ist die Hochleistungstasche? Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Wieso haben wir sowas nicht? Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkarte. Oh, warte. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören.
Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Ja. Find the Lady of the... keine Ahnung, was ging. Aber es ist ein cooles Lied. Das sind alles coole Lieder, die am Ende laufen. Und manchmal ist es ein bisschen zu langatmig. Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Night Springs. Und nicht zu unten, Sheriff. Tschüss. Daran gewöhnen. Hätten wir nicht einfach hier drüber rennen können? Oh. Oder dran vorbei? Warte. Okay. Weil hier ist alles voller Licht. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Ja, das ist beeilen super. Sie sich! Ich will hier endlich weg! Jo. Uns erwartet gleich was. Uns erwartet gleich was. Okay. Fuck. Nein. Ah!
Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Sheriff. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Oh, war ich nervös.